mit den Kindern, die Frau ein bisschen langsamer. Und vor der Bank steht ein, bitte schön, mit Verlaub zu sagen, ein dicker Wastel. Und der sagt zu mir, das ist meine Bank. Und er hat mich verhindert, dass ich mich auf die Bank auch nur setze. Woraufhin ich mich vor die Bank am Boden, auf den Asphalt gelegt habe. Und inzwischen kommt meine Frau mit den Kindern und will mir irgendetwas sagen. Ich bin mit Taufnamen Ivan. Und das Erste, was sie sagt, sie ruft mich mit Namen, Ivan sowieso. Und der Wastel, der Dicke, erkennt, oho, das ist ja irgendein Fremder, Abem oder sowas. Es hat sich später herausgestellt, er selber hat Bartak geheißen, mit einem tschechischen Namen Bartak, und war ein Möbelhändler aus der Siebensterngasse. Und als er das hört, dass ich mit Ivan gerufen hat, steht er dort, noch der große Koloss, und sagt, Kinder in die Welt setzen des Kenners, um mein Geld, sonst aber nichts. Nur daraufhin war ich wütend und habe mich auf die Bank gelegt. Er hat sie noch nicht benutzt und da hat dann angefangen, eine Bordwaschel und so weiter. Die Polizei musste gerufen werden, weil dort der so ein Bahö gemacht hat. Aber ich war damit eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben, nicht ganz zum ersten Mal, aber doch einmal in meinem Leben, das war schon nach dem Zweiten Weltkrieg, war das doch ich als Ausländer apostrophiert.